Auf dem Schild steht Gleichberechtigung für Trolle. Ja, dann nehmen wir das doch mal mit. Aber wir haben schon so viel Zeug, ne? Gerade ist angefangen und schon die Taschen voll. Okay, tschö. Gott. Wo kommt man denn da hin? Da ist auch wieder ein. Das ist doch ein Totenschädel, oder? Also irgendwie entdeckt man hier, wenn man ein bisschen aufpasst, überall Gesichter. Oha. Dorfdepp. Aha. Er sieht nicht sehr clever aus. Haben wir ein Problem? Bist du ein Bauer? Sehe ich aus wie ein Bauer? Nein, aber vielleicht willst du auf ein Kostümfest. Ich verstehe. Weißt du etwas über magische Bohnen? Ja, klar. Es gibt nichts über Magie, das ich nicht weiß. Warum wachsen meine Bohnen dann nicht? Hä? Ich habe sie hier eingepflanzt, weil sie noch keinen Zentimeter gewachsen sind. Vielleicht solltest du sie gießen. Gießen? Warum sollte ich das tun? Was macht man mit Pflanzen? Zu lassen? Ha, klingt nach einer guten Idee. Ich sag dir was. Geh und hole Wasser. Ich passe auf sie auf. Nun, ich... Und vielleicht teile ich den Ruhm und Reichtum mit dir. Okay, ja, gut. Wasser mit einem Eimer, oder wie? Naja, dann müssen wir mal schauen. Dann gehen wir mal da weiter. Da ist auch wieder überall Gesichter. Da ist jemand am Fischen. Oh nein. Das geht doch so nicht. Dann benutzt er? Nee, oder einfach nur hingehen? Ah, okay. Hallo, mein Freund. Beißen die Fische gut? Da gehe ich nicht rein. Meine Mami hat mir verboten, mit Fremden zu feiern. Anscheinend geht es da drinnen sehr fröhlich zu. Ach, das ist Gollum, ja. Ja, ja. Da. Welch bizarre Kreatur. Entschuldigung? Ja? Tut uns nicht weh. Es soll uns nicht wehtun, Schatz. Niedliche Hobbits. Die ziehen ja auch alles durch den Kakao. Ja. Ich hoffe, wir bekommen keine Copyright-Probleme. Keine Panik. Es handelt sich hierbei nur um das alljährliche Treffen der Tolkien-Würdigungsgemeinschaft. Und wo bitte ist der Rest? In dieser Höhle. Viel Spaß dabei. Heuer ist es meine Aufgabe, Essen zu besorgen. Ich hatte seit einer Stunde nichts zu knabbern. Och ja, der Arme. Warum bestellt ihr nicht einfach eine Pizza? Ja. In dieser Höhle gibt's kein Telefon. Aha.
Und was macht ihr auf euren Treffen? Wir diskutieren über ihn und seine Werke. Außerdem spielen wir seine besten Stücke nach. Deswegen das Kostüm. Ach so, also er ist noch verkleidet, ja? Habe ich das jetzt richtig verstanden mit dem Kostüm? Verrückt! Ihr seid alle total verrückt! Nein, wir ehren nur Tolkien. Entschuldige mich, aber ich muss zurück zum Fischen. Okay. Glückliches Jagen wünsche ich. Bis dann. Danke. Das heißt, wir sollten mal schauen. Also wir brauchen Essen für Gollum und irgendwie Wasser für den Dorfdepp. Gut. Dann schauen wir noch mal weiter. Da war ja noch eine Kreuzung, wo wir noch ein paar Abzweigungen nicht genommen haben. So, was haben wir denn jetzt hier? Eine glänzende Metallglocke. Ja, und wir haben ja noch hier einen Klöppel, ne? Warte mal. Okay, haben wir hier sonst noch was? Eine sehr imposante Tür. Da ist kein Griff. Okay, pass auf. Benutze Klöppel mit Glocke. Einen Moment bitte. Au. Wer hat das Licht ausgemacht? Hat er sich selbst eingetütet in seine Mütze. Ja, das wird dann wohl Rapunzel sein, ja? Rapunzel. Es ist Wasserstoff-Superoxidblond. Ach so. Oh, benutze. Oh, warte mal, können wir... Oh, das wäre böse. Dann könnte ich nicht hochklettern. Ah, okay. Ja gut, wir hätten ja noch eine Leiter. Ja, da so ja abgeschnitten, ja? Da oben in der Ecke ist eine Spinnwebe. Was zur Hölle willst du? Du bist nicht die böse Hexe. Ja, weil... Ich bin Prinz Charles. Komm und begebe dich in meine Arme. Ja. Du bist der dritte Prinz Charles in dieser Woche. Die Hexe hat die anderen gefangen und zu Fleischpastete verarbeitet. Naja, deswegen ist auch Charles der Dritte. Welche Hexe meinen Sie? Die böse Hexe des Westens. Sie hat mich von meinem Vater als Ferkel entführt. Sie war es, die mir die Schönheit raubte und mich hier gefangen setzte. Als Ferkel? Bin ich verdammt, bis ans Ende meiner Tage Wolle zu spinnen? Wieso denn Ferkel? Moment mal, sagtet ihr Ferkel? Vielleicht erklärt das hier alles. Mein Gott! Jeder macht den gleichen Fehler. Und wenn sie mein Gesicht sehen, dann rennen sie alle laut schreiend aus dem Turm. Der einzige Weg, durch den ich von dem Zauber erlöst werden kann, ist ein Kuss aus einer anderen Dimension. Oh oh. Scheint so, als wäre mein Einsatz gefragt. Ja. Fürchtet euch nicht, eure Rettung ist hier.
Womit habe ich das verdient? Ach komm, du hast gerade die Prinzessin gerettet. Ja, schön. Ich kann mir dafür keine Verwendung vorstellen. Rapunzel, Rapunzel, Rapunzel. Eine ganze Ladung Kitschromane und Unterwäsche liegt hier herum. Das ist eine Nummer zu groß für mich. Ja gut, dann warte mal. Gut. Wir haben ja auch eine Schnellreisefunktion. So. Kreuzung, Trollbrücke, Baum der Eule, Dorf. Ich würde eigentlich jetzt ganz gern mal... hier noch ein bisschen im Wald weiter erforschen. Wir waren ja noch nicht überall. Und noch nicht alles gesehen. Wir waren zum Beispiel hier runter noch nicht und dann... oben, wo wir bei dem Steintisch waren. Da waren wir auch noch, also da konnten wir noch irgendwo abbiegen, wo wir noch nicht waren. So, hier runter. Haben die schon echt schön gemacht, oder? Aha. Da ist auch schon wieder ein Kopf und da noch einer. Überall sind die. Es ist ein sehr tiefer Brunnen. Ja, dann bewege Griff. Ah, guck mal. Ein Eimer Wasser, ja, den brauchen wir doch. Für den, hier für den Dorftrottel. Sehr schön. Dann haben wir das. Boah, warte mal, wo war denn jetzt nochmal... Der Trottel war doch in der Nähe von der Kreuzung, ne? Da haben wir den doch. Warte mal, kurz. Der war doch genau hier, oder? Ja. Hast du das Wasser? Ja, ich hab das Wasser. Gut, dann gieße es auf die Samen. Na gut. Hast sie ertränkt. Ich muss sie trockenlegen gehen. Ich glaube, das war mein Stichwort. Was? Warte mal. Da stecken ein paar Bohnen im Schlamm. Ja, dann, ne? Nehmen wir die doch mal mit. Sehr schön. So, dann hatten wir... Warte mal, wo war das? Ja, genau, da können wir... Das war doch in der Nähe von der Eule, ne?